Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu This is the Police. Ich hab gedacht, eine mache ich noch. Oh, der musste heute nicht zur Arbeit kommen, das ist ja wohl klar. Mein Bruder ist im Wald wandern gegangen und verschwunden. Ich will bei der Suche helfen, kann ich heute frei haben? Ja, aber komm morgen wieder. Glaube ja wohl nicht hier. So, was ist hier mit... Da kann ich immer noch nichts mit reißen. Nö. Martin Sir, Praktikanten-Detectives. Oh nein. Jack Rachel Ledesma, einer der Praktikanten-Detectives, die du auf die Station eingeladen hast, ja, ist mit einer Zigarette im Besprechungsraum eingeschlafen und einen kleinen Brand ausgelöst. Liegt jetzt mit ernsten Verletzungen im Krankenhaus, schwer verbrannt, ist wohl am das Ende dieser Karriere. Ja, super. Begräbnis. Der Mann war ein aufrechter Diener der Stadt, heute wurde er mit militärischen Ehren beigesetzt. Richard Vandal ist bei allen Prüfungen durchgefallen und hat die Marke entehrt. Toll. Check, Sie haben einen Eid geschworen, der Stadt zu dienen, wenn Sie Ihre Versprechen ja versagt wegen den Asiaten. Ja, Mafia, ich habe aber Geld mit der Mafia gekriegt. Ich gebe das Geld mal ein bisschen ab hier. Ich habe nur 3 Polizisten hier gerade. Und ich muss ein bisschen auf den Arbeitsmarkt kommen. So, den tun wir jetzt für tot erklären. Und die auch. Schicht A. Schicht B. Ich bin jetzt gerade bei Schicht A. Schicht B. Ich würde gerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh. Da, eins, eins, der geht noch auf A. Ja. Gut. Und dann haben wir hier noch einen Bär und hier einen A. So. Das müsste jetzt erstmal reichen. Ja. Progress. Zerstörung von Privateigentum. Eine Studentin hat gemeldet, dass sie einen Lieferwagen auf dem Parkplatz von einem Hostel hat fahren sehen. Ein fetter Mann sei ausgestiegen und habe eine Bank mit einer Kettensäge zerlegt. Andere Studenten wollten eingreifen, aber der Mann hat sie mit der Kettensäge bedroht und gesagt, ich habe euch oft genug nie nett gesagt, ihr sollt nachts leise sein, jetzt könnt ihr eure feigen Ärsche woanders parken. Der ist aber gut. Der ist witzig, der ist wirklich gut.
Okay, die brauchen Verstärkung und ja. Die kann ich denen nur so geben. Weil ich nicht genug Leute habe. Angriff mit einer tödlichen Waffe. Es ist ein Anruf von der Sekretärin der Anwaltskanzlei Johnson, Jürgen und Katz eingegangen. Sie brachte, dass eine Frau in einem Turmpelzmantel und hochhackigen Schuhen das Büro der Seniorenpartner der Kanzlei betreten und die Sekretärin gebeten hatte, niemanden hineinzulassen. Kurz darauf waren aus dem Büro Schüsse zu hören. Ich habe gar keinen. Ich muss warten. Ich habe irgendwie den Mund ein bisschen taub gerade. Ich weiß auch nicht, was das jetzt gerade ist so. Ne, kann ich nicht helfen. Ich kann nicht helfen. Tut mir leid. Christopher, ein... Achso. Ich muss warten. Ja. Sehr geehrter Mr. Boyd, die Fernsehserie Gerechtigkeit für alle, die ich produziere, hat letzten Monat einen starken Rückgang an Zuschauerzahlen verzeichnen müssen. Unsere Umfrage sagen, dass unsere Zuschauer die Serie nicht mehr glaubwürdig finden. Wir drehen derzeit die nächste Staffel. In einer Folge brauchen wir einen echten Polizisten, der einen perversen Kopf spielt, der junge Mädchen entführt und in einen Wagen vergewaltigt. Wir haben kein großes Budget. Aber ich denke, wir könnten ein paar Tausender für Sie und den Polizisten, der mitspielen wird, locker machen. Außerdem wird jeder in der Stadt ihn im Fernsehen sehen. Ui. Ui. Komm, das macht der Reed. Habe ich das jetzt durchgelesen, was ich da gerade machen sollte? Ich glaube nicht, oder? Na, ich kann nicht. Fick dich, Boyd. Nimm deinen Scheiß Befehle und schieb sie dir in deinen eigenen Arsch. Ich kündige. Oh, den wollte er nicht machen. Scheiße. Ja, ich habe keine Leute. Was soll ich denn machen, ey? Mir wird ja auch niemand zugeteilt, richtig. Der eine kündigt. Kann ich jetzt hier nicht... Nee. Unsere Familie bezahlt mehrere hohe Beamten der Stadt. Einer davon transportiert wertvolle Waren mit dem öffentlichen Verkehrsnetz. Die Waren sollen morgen auf ein Schiff die Stadt verlassen, aber es sieht so aus, als wollte ein paar Störenfriede die Ladung über Bord werfen, bevor sie überhaupt das Dock verlassen kann. Unser Mann im Hafen sagt, dass sie dazu ein paar Wachen bestochen hätten. Schade nur, dass sie nicht schlau genug waren, die Polizei zu bestechen. Kann ich eh jetzt nicht machen, weil ich jetzt noch keine Leute da habe. Also muss ich jetzt sowieso hier warten. Zerstörung von Privateigentum. Der Leiter des Ladens sagt, dass ein langhaariger alter Mann mit einem Messer eingebrochen sei. Er reißt die Füllung aus unseren Sofas und schreit, wo ist mein Geld? Stecken Sie denn in einer Zwangsjacke? Der ist eindeutig krank, aber kommen Sie auf jeden Fall schnell. Wir verstecken uns im Hinterzimmer. Unterstützung kriege ich jetzt hierfür nicht.
In einem der Sofas war tatsächlich ein Bündel Geldscheine versteckt. Von der Mafia verkaufen lassen. Achtzehn zu 13. So. Tag beenden. Speicherpunkt Tag 23, 6. August, Dienstag. Kraftfahrer unzufrieden mit Straßen in der Vorstadt. Bürgermeister Rogers, ich werde aus der Polizeiwache wieder Ordnung einkehren lassen. Und Bürgermeister Rogers unzufrieden mit Polizei. Ja, das wissen wir ja. Idiot, ey. Ich bin zu müde, ich kann noch geradeaus. Ja, aber komm morgen wieder. Und ja, aber komm morgen wieder. Ja, aber kommen Sie morgen. Was? Ich habe zu viel getrunken. Ich glaube, ich kann mich heute nicht zusammenreißen. Kann ich nach Hause gehen? Ja, aber komm morgen wieder. Was ist los? Das heißt, dass es heute regnen soll und ich habe ein sehr schwaches Immunsystem. Ich habe Angst, mich zu erkälten. Kann ich nach Hause gehen, bevor es anfängt? Nein. Tch. Ich glaube, ich spinne. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass wir in der Effizienz der Freeburger Polizei nicht zufrieden sind. Wir kürzen das Budget. War klar. Ein Jobplatz, wenn besser Platz gelöscht wird, wird automatisch. Ah, nein. Ja, dann lösch ihn hier. Begräbnis. Der Mann war ein aufrechter Diener der Stadt. Heute wurde er mit militärischen Ehre beigesetzt. Die Frau war eine aufrechte Dienerin der Stadt. Heute wurde sie mit militärischen Ehren beigesetzt. Also Asano. Ne? Es kommt jetzt immer dasselbe. Kochi. Tsubaki. Yankee. Und mein Anteil. Wir teilen das mit den Leuten. Versuchter Mord. Ein Mädchen hat am Telefon geschrien, dass ihre Großmutter in ihrer Wohnung ermordet wurde. Was? Ein Mädchen hat am Telefon geschrien? Das ist bestimmt nur wieder hier so ein... was Kleines. So, wir können jetzt 5 Leute einstellen. Wie viele habe ich denn hier? Ich habe bei Schicht A habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dann können wir jetzt hier. Ich habe hier 2 Frauen und ich habe hier auch 2 Frauen. Okay, das ist jetzt alles Gleichstand. Gut, dann haben wir jetzt hier einmal für A. Einmal für A. Einmal für B. Einmal für B. Und einmal für A. So, Ermittlungen. Jetzt habe ich hier Diebstahl. Jetzt versuchen wir das hier nochmal. Ich glaube nämlich, dass hier der Schlüssel hinkommt. Dann das und das. Jawohl! Colin Markus, Chefarzt des Krankenhauses, ist der Verdächtige. So, Vorstadt. Ach, der ist nicht da. Gewaltsame Auseinandersetzung. Ein paar Betrunkene haben Darts gespielt und einer bekam einen der Pfeile in die Schulter. Es kam zu einem Kampf, den sie schnell die anderen Gäste dabei angeschlossen haben. Oh, dann jetzt nehmen wir mal einen Mannschaftswagen mit und die beiden hier. So, erstmal. Und was haben wir denn noch an Ermittlungen? Upsa. Setzen wir sie damit noch ein. Zerstörung von Eigentum war. Das mit, war das mit dem Motorradfahrer, genau.
Ich muss erst mal gucken. Als ich durchlese. Erst mal ein Schlückchen trinken. Sorry, aber ich kriege voll den trockenen Hals und meinen Mund. Also richtig. Okay, ich gebe hier seit 36 Jahren jeden Sonntag zur Heiligen Messe. Und das ist das erste Mal, dass ich so eine Schande miterleben musste. So ein junger, verrückter Mann fuhr mit seinem Motorrad direkt durch das Tor in Gottes Haus und begann dann umherzurennen, während er blasphemische Sprüche schrie. Er hat es sogar gewagt, die Hand gegen den Heiligen Vater Nummes zu erheben. Was ist nun mit der Jugend heute los? Das passiert alles so schnell, der Mann fuhr direkt zwischen den Bänken durch und hätte dabei beinahe ein Gemeindemitglied zerquetscht. Dann schaute er in den Beichtstuhl und warf eine Flasche hinein. Und dann kam er zu mir gerannt und schrie, der Teufel hockt auf dem Dach eurer Kirche. Dann stieß er mich, ich fiel zu Boden und der Verrückte rief, meine Hand ist hart wie Fels, ich werde dich aus dem Sattel stoßen, Satan. Und dann warf er seinen Helm nach dem Altarkreuz und fuhr eilig davon. Ich war im Beichtstuhl, als es passierte. Ich wartete darauf, dass Pater Nunes mit seiner Predigt fertig wurde, damit er mit mir reden konnte. Ich habe letzte Woche so viel gesündigt. Als ich da im Beichtstuhl saß, hörte ich einen Motor, wie von einem Motorrad. Dann gab es ein Dröhnen und ein Mann schrie, komm, Lucifer, verbirg dich nicht vor mir. Ein paar Sekunden später öffnete ein junger Mann in einer schwarzen Lederjacke die Tür des Beichtstuhls und rief, ich werde den Teufel aufspüren, wo immer er sich auch verstecken mag. Und dann warf er mir eine Bierflasche an den Kopf. Ich hatte danach Scherben im Gesicht stecken. Ui. Am Tatort fanden wir einen schwarzen Helm mit einem weißen Fleck und Asphalt in der Nähe der Kirche haben wir die Spuren von drei Motorradstreifen auf den Straßen gefunden. Okay. Dann wollen wir mal gucken, wie das alles hier so zusammenpasst. Wir haben auf jeden Fall das vielleicht. Dann würde ich sagen, das. Das mit der Flasche fehlt noch, ne? Das mit der Flasche fehlt noch. Das mit der Flasche fehlt noch. Kann ich noch gar nicht zu Ende machen. Okay. Auf der Straße zu dem Haus liegen die Leichen von getöteten Hunden. Oh, verstreut. Im Haus ist Licht an, aber die Tür ist abgeschlossen. Oh nein, die Hunde ist durch ein Fenster in das Haus ansteigen, einen anderen Weg ins Innere finden, an der Tür laut rufen. An der Tür laut rufen. Eine ältere Frau liegt im Wohnzimmer blutend auf dem Boden. Den ersten Stock durchsuchen, den Hinterhof überprüfen, nachsehen, ob die Frau noch lebt. Den ersten Stock durchsuchen. Täter ist entkommen. Scheiße. Dann war die Frau wahrscheinlich noch am Leben. Mist. Ärgert einen natürlich jetzt. Die Familienbank hat gerade angerufen und berichtet, dass ein fremder Mann in einer Lederjacke mit falschen Papieren versucht, eines unserer Konten zu leeren. Er ist offensichtlich einer von Vargas Agenten, aber das ist eine seltene, blöde Aktion. Wir wollen uns damit nicht die Hände schmutzig machen, sperrt ihn einfach in eine dreckige Zelle. Das kann Percy machen. Arme Curtis, sie ist mit Percy in einer Gruppe. Ach.
Verdächtige Person. Eine Kassiererin hat soeben im Flüsterton angerufen. Zwei verdächtige afroamerikanische Männer haben den Laden betreten. Sie haben ein paar Minuten das Regal mit dem teuren Whisky angesehen und jetzt flüstern sie untereinander und werfen mir Blicke zu. Sieht aus, als wollten sie den Laden ausrauben. Glaube ich jetzt zwar nicht, aber wir gucken mal. Noch ein Schlückchen trinken. Sorry. Ich muss immer mit Strohhalm trinken. Weil wenn ich nicht mit Strohhalm trinke, dann trinke ich irgendwie zu wenig. Ich weiß nicht. Und mit Strohhalm trinke ich viel mehr. Ansonsten trinke ich immer vielleicht gerade mal so eine halbe Flasche am Tag. So eine halbe oder so 1,5 am Tag. Und also so. Ja, und nicht so, dann trinke ich mehr. So. Die zwei Männer waren unbewaffnet, wollten nur einkaufen, sage ich doch. Sie waren auf der Suche nach einer teuren Flasche Whisky als Geburtstagsgeschenk für ihren Großvater. Sage ich doch, das war, glaube ich, nicht. Diebstahl. Ein Passant hat bemerkt, wie drei Leute einen Geldautomaten aufzubrechen versuchten. In der Nähe hielt ein Pickup-Lieferwagen mit laufender Motor und einem weiteren Mann am Steuer. Sieht so aus, als wollten sie den Geldautomaten aufladen und auf den Wagen damit verschwinden. Ist auf jeden Fall schlauer, als ihn aufzubrechen. Ich will sie zur Polizeischule schicken. Oh, ein paar Schläger werfen. Ja, kann ich jetzt noch nicht. Muss erst warten, bis da alles fertig ist. Schön. Könnt ihr sich jetzt mal beeilen, um nach Hause zu kommen, weil ich muss hier noch jemanden losschicken. Schaffe ich nicht mehr. Scheiße. Na gut. Ja, das schaffen wir noch. Nächste Schicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann, ja, es wird schwer. Speicherpunkt, Tag 24, 7. August, Mittwoch. Sterblichkeitsrate in Fürberg um 15% gestiegen. Bauern fahren Rekordrente an Mais ein. Hauptbücherei in Regensturm überflutet. Okay. So, eine Schicht schaffe ich noch, dann muss ich aber langsam Schluss machen, denn ich habe Hunger. Mein Mund habe ich auch mittlerweile fusselig geredet. Ich bin zu müde, ich kann kaum noch geradeaus gehen. Kann ich ja, aber ja, geh nach Hause, komm. Sieht so aus, als wäre der Putzdienst heute nicht in den Toiletten gewesen. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist, aber mir ist die Sauberkeit meines Intimbereichs wichtig. Kann ich nach Hause gehen? Nein? Mein Großvater leidet an Epilepsie und in der letzten Zeit sind Anfälle immer schlimmer. Ja, aber komm morgen wieder. So. Beginnen wir die Schicht. Stadtverwaltung. Bei einer regionalen Konferenz, auf der Regierungsvertreter anwesend waren, hat der Gouverneur verkündet, dass er das Durchschnittsalter aller Personen im öffentlichen Dienst um weniger als 5 Jahre senken will. Die Stadt wird ziemlich wahrscheinlich im Rahmen der Maßnahmen überprüft werden. Bitte entlassen Sie so schnell wie möglich alle älteren Angestellten der Polizei. Mafia, mein Anteil. Progress.
Angriff. Eine Frau hat ihren Freund mit einem Hammer angegriffen, nachdem er ihr einen Seitensprung gebeichtet hatte. Der Anruf bei der Polizei kam von der Tochter der Frau. Mama ist echt durchgedreht und ich habe Angst, dass sie ihn umbringt, sammelte das Mädchen unter Tränen. Oh. Wäre ja nicht schlimm, ne? Falscher Ort. Ist nicht schlimm. Wir haben noch einen Ort. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Corey Ramsay hat eine Reihe von Frauen im Park gesehen, die Skimasken trugen und zwei weitere knapp bekleidete Frauen an Lederleinen herumführten. Wobei sie beleidigende Parolen über die Überlegenheit des weiblichen Geschlechts schrien. Ihren kaum verständlichen Rufen nach planen sie wohl die Vorbereitung eines Opfers. Glaube ich jetzt nicht, aber ich nehme den Mannschaftswagen mal mit. Ghetto-Täter ist entkommen. Alle alten Leute. Wen habe ich denn da an alt? Nee, zu alt kann ich nie machen. Okay. Müsste eigentlich alles perfekt sein. Da hat alles funktioniert mit den Demonstrantinnen. Kann ich nicht. Musst du erst warten. Ja, gut, das mit den, hier, wo er den korrupten Kopf spielt, mit der Vergewaltigung da. Da kann ich schon verstehen, dass der da nicht mitmachen wollte. Ich hätte es auch nicht gemacht. So, den Arzt haben sie. Alle Verdächtigen konnten verhaftet werden. Fall geschlossen. Sehr schön. Mr. Boyd, wir drehen einen Werbespot für einen Bambus-Klopapierfilm. In dem Spot spielt der ein Polizist eine wichtige Rolle. Die hiesigen Schauspieler taugen nur für Kinderkram und wir brauchen einen echten Profi. Jemand, dem die Zuschauer das abnehmen werden. Wir wären dankbar, wenn sie uns einen ihrer besten Angestellten schicken würden. Ja. Gucken wir mal, ob die da mitmachen. Der eine hat ja deswegen gekündigt. Hätte auch einfach sagen können, ne, mache ich nicht. Diebstahl. Jemand hat den Golden Retriever von Eddie Goldberg, dem Besitzer von Eddie's Burgers, gestohlen, während er im Hinterhof herumtollte. Später am Tag berichteten Stammgäste des Bürgerlokals, dass sie den Hund mit Maulkorb gesehen hätten, wie ihn zwei Junkies in der Nähe von Gabby's Café umherführten. Oh mein Gott. Ich muss erstmal gucken. Das warten. Genau. Boah. Mistkerle, ey. Es ist so schlimm, dass Leute wirklich auch immer noch. Es ist ja wirklich so, ne, dass die Hunde aus Gärten oder aus oder von Läden klauen, wo man die Hunde angebunden hatte. Oder sogar aus Autos, ne? Deswegen ich nehme meine Hunde nicht mit. Oder meinen Hund jetzt, also der, mein früheren auch nicht. Ich lasse sie weder alleine im Garten noch, dass sie weder alleine im Garten noch lasse ich die irgendwie im Auto warten, während ich irgendwie was erledige, schon alleine wegen dem Wetter. Oder ich binde meine Hunde draußen vor Läden an, auch schon alleine wegen Wetter. Oder weil man kann ja den Hunden irgendwas geben oder was weiß ich nicht was. Mein Dobby, also mein Danji, der hat auch von Fremden nichts angenommen. Macht mein kleiner Weißer mittlerweile auch nicht mehr. Aber du weißt ja auch nicht, was es da für Assis gibt. Die könnten den Hund ja nicht nur klauen, sondern den irgendwie vergiften oder sonst irgendwie, ne? Okay, die Küche in Debbys Café ist mit hektischem Betrieb. Debbie stellt Würste für ihre neue Sorte Hot Dogs her. Als sie die Polizisten bemerkt, lässt sie schnell ein Hundehalsband im Müll verschwinden. Nach dem Halsband fragen und Debbie zu ihrer Beziehung zu Eddie Goldberg befragen, alle Gästen des Cafés zurufen, dass die Hot Dogs tatsächlich aus Hunden gemacht werden, dem Kühlschrank durchsuchen. Oh mein Gott.
Nein, wir machen das Erste. Nach dem Halsband fragen und Debbie nach der Beziehung fragen. Ja, das ist schön. Irgendwie hat eine ganze Armee von Bewaffneten eine Stellung auf einem Feld bei der Ranch einnehmen können. Natürlich werden wir sie gewaltsam vertreiben. Wir haben schon ein paar Männer zusammen, aber etwas Hilfe könnte nicht schaden. Machen wir. Chef Lakewood hat den Dreh echt genossen und der Regisseur sagte, er wäre super und hat ihm eine Reihe weiterer Rollen angeboten. Ich denke, unser Kollege könnte sogar den Dienst quittieren und einen Kirin Werbespot anfangen. Oh, ist einer übergelaufen. Ist ja interessant. Schön. Eigentlich nicht schön. Okay, fahrlässige Gefährdung. Ein älterer Veteran schleift eine Tasche voll mit Waffen hinter sich her, die alle mit scharfer Munition geladen sind. Er sagt, er wolle echte Schlachtfeldbedingungen demonstrieren. Ach du Scheiße. Mafia verkaufen lassen. Offenbar haben sich ein paar Schläger in einer anderen verlassenen Baustelle eingenistet. Die dortigen Obdachlosen halten normalerweise dicht, wenn wir ihnen Fragen stellen. Vielleicht sind sie eher bereit, mit der Polizei zu reden. Da kann er machen. Okay, Tag beenden. 21:15, super. So, Tag 25, 8. August, Donnerstag. Und nicht genügend Platz auf dem Stadtfriedhof UFO in Vorstadt gefilmt und Bankwettbewerb im Park geplant. Ich muss jetzt aber Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.